Guck freundlich. Ich guck immer freundlich. Das ist meine Jacke im Hintergrund. Ich dachte, das ist ein mega großer BH. Ja, meine, Entschuldigung. So groß sind die Boobies da noch gar nicht. Hallo, Freunde. Hallo. Hier ist das erste Video, seitdem wir aus dem Urlaub zurück sind, Stimmt. Wo wir uns so richtig melden. Hm. Stimmt, verrückt, ne? In den anderen Videos seht ihr ja nur die Rückblicke von der AIDA zum Beispiel. Aber ich dachte mir, wir schieben jetzt mal dieses Video ein, weil ich ganz, ganz viele Informationen für euch habe. Aber vorerst das Wichtigste, wie geht euch es euch? Wie geht euch? Wie geht euch? Schreibt es in die Kommentare, wie es euch geht, von 1 bis 10. 1 ist schlecht und 10 ist super. Alle unter 7 weiß ich nicht. Ja. Ja, Freunde, bleibt dran. Los geht's. Schaut euch das Video an. Ich bin ganz aus der Übung. Ja, ist verrückt, ne? Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich euch bitten, den Kanal zu abonnieren. Wir brauchen noch die 12.000 Danny-Abonnenten bis Weihnachten. Ja, wir haben nämlich neulich mal geschaut, wie viel Prozent tatsächlich nicht abonnieren und wie viele aber gucken. Ne? Das ist ganz verrückt. Das ist schon, ne? Also für euch ist ja nur ein Klick, aber wir freuen uns darüber. Werde ich ganz wütend, wenn ich daran denke, Freunde. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Informationen. Wir sind von der AIDA zurück seit circa einer Woche, waren aber auch schon wieder in München und haben da einen Termin gehabt. Jetzt gibt es aber einen sehr, sehr wichtigen Release, nämlich Midgard, Rise of Fimbul, nächste Woche Samstag. So, das ist soweit und da gehen wir live. Mhm. Um Punkt 20 Uhr gehen wir live und feiern mit euch. Nehmt euch ein Glas Orangensaft, nehmt euch ein Glas alkoholfreien Sekt, nehmt euch ein paar Chips und geht mit uns um 20 Uhr live, denn dann stoßen wir gemeinsam auf dieses große Buchrelease an. Ja. Und es gibt da eine riesengroße, tolle Collectors Edition. Und wir erinnern uns, so eine Collectors Edition ist bei mir immer relativ schnell ausverkauft. Deswegen ganz, ganz wichtig, schreibt euch im Kalender Samstag 20 Uhr live auf Instagram bei Maxims Kanal, da gucken wir. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Letztes Mal hat es auch richtig viel Spaß gemacht, als wir das gemacht haben. Ja. Und ich glaube, dass das dieses Jahr auch wieder ganz toll wird. Ja, ich freue mich auch. Das Buch wird natürlich auch exklusiv nochmal vorgestellt. Das passiert dann am Sonntag, so gegen 12 Uhr. Aber ich glaube, die Midgard-Serie zum Beispiel kennen, werden definitiv sich drauf freuen. Und ich kann das hier auch nochmal sagen, man muss jetzt nicht irgendwie das vorige Buch gelesen haben. Man kommt auch so super und wunderbar in das Midgard-Universum rein. Ein großer Fantasy-Roman, 450 Seiten und meine größte Arbeit für dieses Jahr. Ich habe es ja natürlich schon gesehen. Das ist also, Freunde, das wird euch gefallen. Ja, wie auch immer Maxim das jetzt gerade meinte. Nee, also ich kann ja nur das Cover und so das Durchblättern, ich kann ja nicht lesen, so ein bisschen durchblättern und das hat mir schon gefallen. Und dann habe ich noch ein ganz kurzes Thema, denn die Frage ist aufgekommen vor kurzem. Ich blende euch mal hier, ich habe heute Sprachfehler, ne? Heute bin ich nicht ganz flüssig. Wir müssen jetzt mal wieder reinkommen. Muss reinkommen. Auf jeden Fall blende ich euch jetzt hier eine kleine Karte ein. Und die werden die ein oder anderen von euch schon mal erhalten haben, wenn ihr etwas bei mir bestellt habt. Und die Frage ist aufgekommen, was man eigentlich damit tun kann. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr insgesamt 5 von diesen Karten gesammelt habt, schickt diese an den Pelletier Verlag ein. Und dann könnt ihr eine richtig tolle Überraschung bekommen. Das noch so nebenbei, das habe ich nur auf Instagram erzählt, aber ich weiß, dass es hier auch einige Zuschauer gibt, die mich auf Instagram gar nicht verfolgen können, weil sie es nicht wollen, weil sie diese App nicht haben und ist auch nicht schlimm, deswegen hier. Was gibt's bei dir Neues? Ach, Freunde, einiges. Du kannst ja mal die Kamera nach da drehen. Aber ich glaube, ob man es gesehen hat, ich konnte meine Hand nicht so verbiegen. Ich glaube, ihr habt es gesehen, hinter mir steht auch noch einiges. In den letzten, vor drei, heute ist... Was ist heute? Samstag? Das Video kommt Sonntag. Ja, aber für uns Samstag vor 3 Tagen kam endlich die Nachlieferung von den Michael Faber Multitools. Dem Jacko-Mob. Den Jacko-Mob. Und ja, dann liebe ich das Wort. Und das hat echt viel Zeit gekostet jetzt, weil wir einfach das Dreifache oder das Vierfache von der Erstbestellung hatten, weil einfach die Nachfrage sehr, sehr hoch war von euch. Lief wohl ganz gut. Und deswegen... war natürlich auch super viel zu tun und zu verpacken. Das Ganze wird ja angeliefert einzeln und das wird hier von mir per Hand verpackt. Und bei den tausenden Stück da ist das eine Menge. Du bist auch nicht so ganz flüssig. Nee, ich bin noch nicht ganz da. Man ist es nicht mehr geübt. Nee. Und das hat, meine Mutter hat so ein bisschen geholfen und jetzt sind wir durch. Ich habe hinter mir auch schon die Kisten für unsere Retailer gepackt, da freue ich mich ganz besonders drauf, dass Giacomo Cosmetics jetzt auch ab sofort bei Retailern ist. Bei Cosmetic for Less habt ihr sie ja schon gesehen, da kommen sie auch wieder. Cosmetic for Less hat aktuell auch noch die Wimpern und dann wird es noch einen zweiten Retailer geben, das verrate ich aber noch nicht.
Und dann geht's auch bald los, aber weil die Nachrichten jetzt immer wieder kamen, wann es denn losgeht, ich kann es noch nicht so genau sagen. Was ihr schon holen könnt, wenn ihr wollt, sind die Mischplatten. Die sind schon im Shop, die sind auch schon wieder eingepflegt. Das Problem, was ich jetzt mit den Giacomobs habe, ist, dass das mit den Retailern nicht ganz so einfach ist. Das soll ja nicht erst da, dann da, dann da, sondern es muss alles zeitgleich passieren. Und jetzt haben wir natürlich noch den Launch mit Midgard und dann kommt noch was, wo ich auch noch mal involviert bin im Pelletier Verlag. Und das sind, glaube ich, auch einfach zu viele Launches hintereinander und das möchte ich euch auch nicht. Ich will auch nicht das Gefühl geben, dass ich alle zwei Wochen mit irgendwas Neuem rauskomme. Auf der anderen Seite, im November ist das aber soweit. Genau. Ich habe im November 3 bis 4 Projekte, die veröffentlicht werden. Ich habe ja schon gesagt, es wird ein neuer Autor im Pelletier Verlag im November vorgestellt. Auch vielleicht ganz, ganz interessant, dass der Pelletier Verlag wächst. Auch ganz, ganz wichtig, dass es halt nicht so eine One-Man-Show ist. Wobei seit 2020 ist er Maxim auch im Pelletier Verlag als Autor vertreten. Nein, wir werden den dritten Autoren im November vorstellen. Und dann wird für das Jahr 2022 es noch ein bisschen größer werden, das Team. Da möchte ich jetzt aber noch nicht so viel zu verraten. Aber ihr seht, dass das alles, was wir hier machen, auch wirklich dank euch sich entwickeln kann. Ja. Und dafür muss man ja auch nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Ich habe das auch in meiner Instagram-Story vor 2 Tagen gemacht. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Denn wenn ich so überlege, wie in den letzten 2 Jahren diese Qualität vom Pelletier Verlag sich entwickelt hat, ich meine, mit was für Grafiken wir jetzt hier arbeiten und wie sehr man dieses Buch illustrieren kann, ich freue mich einfach so wahnsinnig doll auf Midgard. Und mein größter Weihnachtswunsch ist wirklich, dass jeder von euch Midgard eine Chance gibt, weil dieses Buch, das ist so toll geworden. Ich selber bin so begeistert und ich mag es nicht, wenn man von seinen eigenen Dingen spricht, dass sie so super sind, aber diese Geschichte, die kommt so vom Herzen und ja, ich würde mich da sehr, sehr freuen, wenn ihr euch die 20 Uhr am Samstag ganz groß in den Kalender einträgt. Ja, ich glaube, das ist auch in Ordnung, wenn man von seinen eigenen Produkten überzeugt ist und wir erzählen das euch hier, weil das ist, ihr wollt halt immer sehen, wie es bei uns im Alltag ist. Und das ist aktuell unser Alltag, dass wir halt Arbeit sozusagen einfach viele Sachen für unsere Firmen, für uns als Person anstehen. Wir sind gestern Abend aus München zurückgekommen, weil wir da noch eine Veranstaltung hatten. Bei Asa Beauty. Und sehr nette Menschen. Dafür habe ich aber 5 andere Sachen abgesagt. Und das ist halt im Moment so ein bisschen das Jonglieren mit der Zeit. Aber wir kriegen das hin und wir erzählen euch das halt, weil ihr natürlich auch immer sehr, sehr froh seid, wenn ihr seht, was gerade so abgeht. Das ist ja auch spannend. Weil ich habe letztens mitbekommen, es gibt wirklich Zuschauer, die sind seit über 2 Jahren ja zum Beispiel hier auf meinem Kanal. Ja, und die finden das alles total spannend, wie sich das alles so entwickelt hat. Mhm. Ich habe mich letztens mit einer Zuschauerin unterhalten, die guckt aktuell die ganzen alten Videos wieder so, ja, wo es Maxim noch nicht mal in meinem Leben gab. Sehr, sehr spannend. Auch ich gucke ab und zu mal in diese alten Videos rein, eigentlich nur um zu sehen, wie ich 30 Kilo leichter aussehe. Ja, das ist immer ein sehr, sehr schönes Spiegelbild. Aber so grundsätzlich ist es halt wirklich ein sehr, sehr spannendes Tagebuch, welches wir hier führen. Seht ihr auch an der AIDA, an den Vlogs. Ja, da sieht man auch so von der Wut bis zu, ja, jetzt ist ganz nett, dann wieder Wut, dann wieder nett, dann wieder Wut, dann wieder nett. Und das sind immer die Titel, die uns so aufregen, oder Freunde? Ja, also ihr habt jetzt ja schon 2 AIDA-Videos gesehen. Insgesamt wird es 5 Teile geben, die ich euch nach und nach zeige. Wir sind natürlich schon seit einer Woche wieder zurück. Ich freue mich über die Kommentare, die uns einen schönen Urlaub wünschen. Aber nein, das ist ja alles nicht live gevloggt. Das haben wir nicht gemacht. Ich habe das immer so zwischen den, den Tagen gevloggt. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also wir haben auf jeden Fall viel Content für euch vorbereitet. Heute ist, also jetzt ist nichts mehr heute, morgen, was war morgen? Morgen muss ich noch ein bisschen was vorbereiten für den Launch und noch ein Video für Montag drehen, weil nächste Woche ist auch wieder ganz, ganz viel los. Alle Termine, die ich letzte Woche hatte, musste ich auf nächste Woche schieben und konnte deswegen nicht vordrehen. Morgen muss ich ein Video drehen, dann fahren wir irgendwann zu dir. Aber wir wollen kein Mitleid haben. Nö, es macht ja alles Spaß und das ist ganz verrückt. Ich habe das neulich in dem Video gesagt, seit dem Urlaub bin ich, jetzt nicht erholt aus dem Urlaub zurückgekommen, aber ich bin motiviert. Da haben wir wohl was falsch gemacht. Ja, nee, ich bin, wollte ich gerade sagen, motivierter und wieder anwesend. Ah ja. Emotional und physisch. Ja, geht mir ähnlich.
Ich denke mal, in der Videoreihe kann man das ja so ein bisschen mit sehen, dass man sich dann irgendwann schon ein bisschen erholen konnte, aber es sind halt auch da einige Dinge schiefgelaufen und Freunde, nein, das ist nicht gestellt. Also ich selber musste beim Video ein bisschen schmunzeln, als ich die Videos geschnitten habe, weil man könnte meinen, okay, verrückt, was da alles schon wieder schiefgegangen ist, das kann doch gar nicht stimmen, aber es stimmt wirklich so. Es ist halt einfach unser Leben. Ich meine, ich könnte euch die verrückteste Geschichte erzählen, als wir nach München gefahren sind, was uns alles auf der Hinfahrt im ICE passiert ist, von den größten, schlimmsten, lautesten Momente im Zugabteil, wo ich froh war, Kopfhörer gehabt zu haben, die ich halt so auf Noise Canceling oder so heißt das, ne, ja, stellen konnte, um einfach nicht zu hören, wie laut das im Abteil war. Also ich will da jetzt gar nicht so sehr ausholen, sondern freue mich, euch auch verkünden zu dürfen, dass am Mittwoch, weil dieses Video seht ihr am Sonntag, also am Mittwoch, kommt wieder ein Video, wo ich ein Tauschpaket mache. Oh ja, das habe ich süß. Mit der Überschrift 7 Todsünden, Freunde. Auch das solltet ihr nicht verpassen. Das kommt am Mittwoch. Am Freitag kommt ein AIDA-Teil. Mhm. Der dritte müsste das, glaube ich, sein nach meiner Rechnung. Ja, und Sonntag ist Launch. Und dann Sonntag ist das Launch-Video. Ganz wichtig, auf jeden Fall am Samstag 20 Uhr wird Midgard veröffentlicht. Am Sonntag kommt das entsprechende Video dazu. Wenn ihr aber die Erstauflage und die Collectors Edition vor allen Dingen haben wollt, dann wirklich auch am Samstag gleich mit dabei sein. Ich habe ja eine Umfrage bei Instagram gemacht. Da hat man schon gesehen, dass ganz, ganz viele diese Collectors Edition haben wollen, weil da halt einfach coole Specials mit drin sind. Kann man übrigens jetzt schon auf der Homepage sich anschauen. Und dann wird quasi, wenn die Erstauflage ausverkauft ist, dann dauert das einen kleinen Moment, bis die Zweitauflage da ist. Das wird so um die 3 Wochen dauern. So ganz genau kann ich das immer nicht so genau sagen. Deswegen auf jeden Fall am Samstag mit dabei sein. Da freue ich mich. Wunderbar. Freunde. Alles Gute. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.